einen wunderschönen guten Tag und willkommen zum heutigen Video. Wir haben heute zwei Special Guests dabei. Das ist einmal die Lisa und einmal der Navid. Ein wundervolles Paar. Ihr werdet im Video ein bisschen was über sie erfahren. Viel Spaß, los geht's. Also Lisa, Navid und ich, wir kennen uns jetzt schon seit ca. 2016. Zwar nicht persönlich, aber spätestens auf der FIBO hat man sich dann persönlich kennengelernt. Und wir haben uns ganz gut verstanden und spätestens, als ich bei den beiden zum Posing üben war und ich bin quasi zu den beiden gefahren zum Teamtreffen, die beiden sind auch beide Wettkampfcoaches und Navid sogar Kampfrichter, soweit ich weiß, und bin dann dorthin gefahren. Lisa hat mir das Bikini-Posing gezeigt ein bisschen und Navid hat mir das Physik-Posing gezeigt. Hallo zusammen, ich bin der Navid, ich bin 25 Jahre alt, bin aktiver Mens-Physikathlet, unter anderem auch Coach des Team Spirit Bodybuildings und auch der jüngste Kampfrichter beim DBFV. Hi, mein Name ist Lisa, ich bin 25 Jahre alt, aktive Bikini-Athletin und Posing-Coach im Team Spirit Bodybuilding. Jetzt möchte ich euch aber ein bisschen was dazu erzählen, warum ich beim Mike als Athlet gelandet bin. Viele wundern sich, okay, Navid, du bist Coach, warum wirst du selber auch gecoacht? Jeder Coach braucht auch einen Coach und wir haben lange gesucht und ich habe mich für den Mike entschieden, weil wir einfach ja, jemanden brauchen, der auf einer Wellenlänge ist. Also jeder Athlet, der weiß ganz genau, was gemeint ist. Du brauchst da jemanden, mit dem du reden kannst, der zuhört, der Mitgefühl zeigt, auch Empathiegefühl hat und einfach dein Verhalten analysiert und sich deinem Verhalten auch anpassen kann. Und das kann der Mike. Da haben wir bis jetzt in den letzten Wochen, wir arbeiten seit 5 Wochen vor Weihnachten, haben wir angefangen zusammenzuarbeiten und da fing das schon super an und da wusste ich schon, das war eine richtige Entscheidung. Das ist ein herzensguter Mensch, wir kennen uns auch schon länger, wir kennen uns seit Ende 2016. Navid und ich hatten sogar schon einen Athleten zusammen, der auf der Prag-Meisterschaft den ersten gemacht hat, also auf einem Pro-Qualifier. Und später dann noch den dritten, hat auf jeden Fall gute Platzierungen erreicht. Also wir sind mittlerweile auch gute Freunde geworden. Und jetzt fangen die beiden an mit der Prep fürs Frühjahr. 2016 habe ich in meiner ersten Wettkampfvorbereitung den Mike auf YouTube gesehen. Und zwar bin ich dort über seine Videos auf ihn aufmerksam geworden und dachte, boah, das ist endlich mal wieder ein Bodybuilder, der mich auch als Bikini-Athletin anspricht, dessen Videos ich mir gerne angucke, weil ich einfach seine Art mochte, wie er Dinge leicht erklärt. Und diese Art mag ich auch bis heute hin. Ja, und seit ungefähr 8 Wochen arbeiten wir nun zusammen. Ich bereite mich aktuell auf meinen Wettkampf vor, der Mitte Mai stattfinden wird. Und zwar geht es da um einen Bikini-Wettkampf. Ziel ist es natürlich, ein hohes Ziel, die Profikarte zu erreichen. Und Mike möchte mich auf diesem Weg unterstützen. Weswegen suche ich mir gerade als Bikini-Athletin einen Bodybuilding-Coach? Das wurde ich häufig gefragt in der Anfangszeit, wo ich angefangen habe, mit dem Mike zusammenzuarbeiten. Und zwar ging es mir darum, das ganze Thema Bikini-Posing, ja, Bikini-Athletinnen vorbereiten, ja, kannte ich schon von unserem Team und es war für mich nichts mehr Neues. Ich habe mir extra einen Coach gesucht, der eine andere Klasse besetzt und mir auch die Philosophie des Bodybuildings näher bringt. Weil das vergessen ganz viele, hinter dem großen, muskulösen Mike steckt halt auch wirklich sehr, sehr viel Wissen und man muss als Schwergewichtsbodybuilder 110% liefern. Und das vergessen immer viele und ja, von diesen 110% möchte ich mir einfach eine Scheibe abschneiden. Als ich zu Mike gekommen bin, hatte ich Probleme, meine Motivation im Training wiederzufinden. Und Mike hat mir dabei geholfen, durch unterschiedliche Trainingssysteme diese Motivation wiederzuerlangen. Mittlerweile bin ich sogar so weit, dass ich es heute geschafft habe, meine 100 Kilo zu squatten. Im Übrigen das allererste Mal in meiner Fitnesskarriere und darüber bin ich sehr stolz. Mike zeigt aber auch immer wieder, dass der Kopf einem die Grenzen setzt und wenn du diese Grenzen nicht zulässt, kannst du dich jedes Mal verbessern und über dich hinauswachsen und das habe ich heute gesehen. Du brauchst da jemanden, mit dem du reden kannst, der zuhört, der Mitgefühl zeigt, auch Empathiegefühl hat und einfach dein Verhalten analysiert und sich deinem Verhalten auch anpassen kann. Und das kann der Mike.
Das hat quasi alles auf einer Freundschaft basiert, haben auch schon zusammen Athleten vorbereitet. Dementsprechend kannten wir uns schon vorher, wir waren uns nicht so fremd. Mike wusste auch über vieles Bescheid bei mir. Ich habe mich immer oft mit ihm ausgetauscht. Ich hatte Wehwehchen, unter anderem eine chronische Knochenhautentzündung in den Schienbeinen. Ich hatte chronische Bizepssehnenentzündungen in beiden Schulterpartien. Hatte Probleme mit dem Essen und mit meinem Verdauungstrakt. Konnte ja nicht mehr als 1 bis 2 große Mahlzeiten am Tag essen, ohne wirklich, ohne Bauchschmerzen oder Appetitlosigkeit oder Übelkeit durch den Tag zu kommen. Jeder hatte seine eigenen kleinen Problemchen, wie zum Beispiel Navid hatte zu Beginn Probleme mit dem Essen bzw. mit dem vielen Essen, wie es ganz viele Leute haben. Also haben wir angefangen, mit möglichst leicht verdaulichen Sachen zu arbeiten. Wir haben Augenmerk darauf gelegt, dass Darmflora stimmt, Verdauung stimmt, die Umsetzung von gegessenen Kalorien in Energie und so weiter. Wir sind jetzt mittlerweile bei einem, ich nenne mal, ganz guten Punkt. Also wir sind bei über 2000 Kalorien und Navid hat Hunger. Also wenn ich betrachte, wie das begonnen hat mit 2 Mahlzeiten und kein Hunger zu über 2000 Kalorien und Hunger, ist das schon auf jeden Fall ein positiver Weg. Jetzt habe ich versucht in der letzten Zeit so viel Kalorien in ihn reinzuhauen wie möglich, dass wir nach unten hin später in der Diät das größtmögliche Potenzial nach unten haben. Dasselbe gilt für Lisa auch. Denn wie ich bei Lisa rausgehört habe, hatte sie in der Vergangenheit ein bisschen Probleme in den letzten Wochen, so das restliche Fett und Wasser rauszubekommen, weil wahrscheinlich einfach nach unten hin nicht mehr so viel Luft war. Also ich mache das bei meinen Athleten auch sehr, sehr ungern, dass ich unter die 1000-Kalorien-Marke gehe. Und deswegen haben wir auch bei Lisa geguckt, dass sie so hoch wie möglich mit den Kalorien in die Diät einsteigt, dass wir im Laufe der Diät auch mal ganz locker 200 Kalorien wegstreichen können und uns da irgendwann die Luft nicht ausgeht. Mike zeigt aber auch immer wieder, dass der Kopf einem die Grenzen setzt und wenn du diese Grenzen nicht zulässt, kannst du dich jedes Mal verbessern und über dich hinauswachsen und das habe ich heute gesehen. Gemeinsam mit meinem Partner Navid sind wir jetzt also seit 8 Wochen bei Mike und ich freue mich auf jeden Fall auf die kommende Zeit, auf die Prep, denn ich kannte es bisher immer nur so, dass man besonders als Bikini-Athletin eine gewisse Anzahl an Kalorien zur Verfügung hatte und relativ schnell in einem niedrigen Kalorienbereich war. Und genauso bin ich auch zu Mike gekommen. Ich dachte, es wird wieder so gehen, dass ich, ja, im Laufe der Zeit werden meine Kalorien immer mehr gesenkt, bis ich irgendwann an einem Minimum angekommen bin und dann geht es auch schon kurz zum Wettkampf zu. Aber Mike hat mir gezeigt, dass man die Ausgangslage verbessern kann, ich an meinem Setpoint arbeiten kann und auch mit mehr Kalorien definitiv gut in meine Diät starte. Und das sind jetzt alles Dinge, die ich mit dem Mike beheben konnte, wofür ich sehr, sehr dankbar bin. Wir sind auf einem sehr guten Weg. Ich muss mal anfangen, also ich war wirklich vielleicht bei 1500 Kalorien am Tag und ich war pappsatt am Ende und konnte nichts mehr essen. Das waren dann auf 2 Mahlzeiten verteilt. Jetzt sind wir heute mittlerweile bei 2700 und die Form wird trotzdem täglich besser und ich habe Kohldampf wie Sau. Also ich würde mal sagen, es funktioniert alles. Die Schulter wird auch immer besser. Ich kann im Training Vollgas geben und genau darauf kommt es an. Wir sind jetzt knapp über 17 Wochen out, also knapp 18 Wochen vor dem ersten Wettkampf, wo es dann voraussichtlich, wenn sich dort nicht mehr verschieben sollte, im Mai, am 12. Mai nach Portugal in Lissabon gehen wird. Dort machen wir auf dem Diamond Cup mit und natürlich ist das Ziel die Profikarte. Dort starten Lisa und ich gemeinsam in der Elite Pro League. Das bedeutet, es gibt ja 2 Profiligen, einmal die NPC und die Elite Pro League. Und dort versuchen wir eben unser Glück und versuchen dort die Profikarte mit nach Hause zu nehmen. Jetzt ist halt die Frage, ich kenne die beiden noch nicht sehr gut, ich weiß nicht, wie deren Körper funktionieren, werden wir aber rausfinden in der Diät. Wir haben von Woche zu Woche einen Formcheck, das Gewicht wird jeden Tag gemessen, also wir stehen auch regelmäßig im Kontakt, also wenn was schief gehen sollte, dann wird es meistens umgehend behoben und ich denke, wir haben jetzt noch 18 Wochen Zeit, bis der erste Wettkampf ist. Das bedeutet noch 18 Mal Formcheck, wenn nicht öfter, die letzten paar Wochen wird es wahrscheinlich noch intensiver sein. Und ich bin mir relativ sicher, dass wir jetzt noch genügend Zeit haben, um coole Veränderungen zu machen, weil jeder hat seine Stärken, jeder hat seine Schwächen. Mein persönliches Ziel ist, dass die Athleten so hart wie möglich, so voll wie möglich und so gesund wie möglich auf die Bühne gehen, weil letzten Endes ist das das Paket, was meistens den Gewinn dann ausmacht. Hi! Nochmal, sorry. Anfang Juni. Boah. Hab satt am Ende. Kommenden Jahr.
Ich habe die Kamera ablaufen.